wichtigen Familie, auch ein bisschen Aussenseiter in der Gesellschaft, oder? Mhm. Wie der Christoph Trummer auch, der in unserer Gesellschaft lebt. Und wenn man Aussenseiter ist in einer Gesellschaft, dann kommt man so ein bisschen im Fokus, auch im Fokus von der Polizei. Und da wollte ich schnell noch einen Ausschnitt zeigen, und der Christoph Trummer wegen einer speziellen Lebenshaltung, die er hat, wo wir nachher darüber reden, sich mit einer Kette daheim ankettet. Schauen wir uns an. Das Martenschloss ist gemacht. Wie so gesagt, da brauche ich nur, da brauche ich nur herzocken und her. Und tack, 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 zu. Und voilà. Und nachher komme ich mit der Kette und ich war. Also bis daher und weiter nicht. Oder bis daher ist es erlaubt. Und weiter komme ich nicht. Das wirkt ein bisschen wie im Mittelalter. Eine Kette am Fuß, eine Kette, die sie sich selber angelegt haben. Sie kommen immer wieder in Konflikt mit der Behörde, mit der Polizei, wegen ihrem Cannabiskonsum. Sie haben ein paar Pflanzen für den Eigenbedarf. Weil im Garten, ja. Weil sie im Garten Cannabis anpflanzen, die Kette. Was ist das für eine Symbolik? Wieso ketten sie sich selber an, Christoph? Also das ist, weil ich die Polizei erwartet habe. Ich habe wegen zwei Hanfpflanzen habe ich 200 Franken Buss gehabt, habe ich nicht gezahlt. Das gibt 2 Tage Gefängnis. Mhm. Bin ich nicht gegangen, habe gewusst, die können mich erreichen. Also, warum? Ich habe niemandem nichts gelegt, ich habe niemandem nichts da, nichts, gar nichts. Ich bin unschuldig. Also, sie sollen mich da nicht einfach so ringen können. Aber Cannabiskonsum ist illegal. Was heißt das illegal? Wer sieht das? Das ist. Unser Gesetz. Euch sind gegeben alle samenhaltigen Pflanzen. Mhm. Jawohl. Für Sie gilt das? Ja, das ist. Ja, so gesagt, die Bundesverfassung ist auf der Bibel gestützt. Mhm. Immerhin. Mhm. Oder? Sind wir. Eben wird es. Gut, das kann man voilà. Dann alles abändern. Ja, sag mir, aus welchem Grund soll das verboten sein? Was? Ich bin ein 60-jähriges Mandy. Ja, aber ein Staatsbürger, und eigentlich könnte ja mitreden bei dem Gesetz. Was? Was Gesetz? Das geht doch nichts, das geht doch nichts zu verbieten. Na gut. Also, ich glaube, aber jetzt können wir irgendwo auf einen Ablauf. Ja, wo wir, ja, also, wir nicht den Salat auch verbieten. Also, sinnvoll ja. Leben. Ach, ja, gut. Also. Das ist eben das. Oder? Das ich lebe eben ein bisschen in der anderen. Ich lebe eben frei. So ich lebe frei. Ich bin eben freie Ratte oder Hamster. So. Mhm. Und die freie Ratte oder die freie Hamster, die müssen aufpassen, dass sie nicht abgeschossen werden, nicht wahr? Mhm. Ja. Die, die im Rädchen drehen, die sind kontrolliert, oder? Ja, die hat man unter Kontrolle. Also ich möchte noch etwas von vorher loswerden.